gut eingelebt mit dem Tor gleich. Ja, es war unglaublich. Das Tor war eigentlich ziemlich glücklich nach einem Rebound. Aber natürlich freue ich mich und es war ein unglaublicher Moment, vor der Kulisse zum ersten Mal das Tor zu schießen. Und ja, diesmal mehr Asset bekommen, dadurch auch mehr Sachen zu verbessern und auch einen größeren Einblick auf dem Niveau bekommen. Und ja. Ich habe langsam das Gefühl, da wächst ein neuer Publikumsliebling heran. Immer wenn du spielst auf dem Eis, geht es gleich los bei den Fans. Ali, Ali. Ja, ich glaube, das liegt eben daran, dass ich auch ein Nachwuchsspieler aus Wien bin. Und da sorgen eben die Fans für eine gute Unterstützung und das ist eben ein großes Plus für jeden Spieler, weil das, glaube ich, jeden motiviert, auch darauf zu kommen. Und ja. Wie war es jetzt, auch wenn es nur ein Testspiel war, gegen einen Gegner aus der russischen Millionenliga zu spielen? Ja, natürlich unglaublich, da freut man sich noch mehr, wenn man gegen so einen Gegner ein Tor schießt und gegen Ex-NHL-Spieler Mai steht. Und ja, das Tor hat es dann natürlich noch einmal diesen Moment erhöht und verschönert. Wo würdest du sagen, dass du schon ein bisschen auch in der österreichischen Liga Luft geschnuppert? Wo würdest du sagen, ist so der Unterschied österreichische Liga KHL? Ich würde, also ganz ehrlich, ich finde nicht, dass so viel Unterschied ist zwischen den zwei Gegnern. Aber es ist ein bisschen weniger Zeit zu reagieren und aufzuschauen, wo der nächste ein Freispieler ist. Und ja, aber eigentlich ziemlich ganz gleich. Also ich finde nicht, dass ein sehr großer Unterschied ist. Ich nehme mal an, in deiner Freizeit schaust du das olympische Eishockey-Turnier auch an. Wem drückst du da die Daumen? Natürlich Österreich. Mein Favorit ist Schweden, aber natürlich wird Russland auch ein großer Anwärter auf den Sieg sein, da sie zu Hause spielen und das Heimpublikum eben, also dass sie vor ihrer eigenen Kulisse spielen. Jetzt haben die Österreicher zweimal verloren, relativ deutlich, auch gegen sehr gute Gegner, muss man sagen. Jetzt wartet das Schlüsselspiel gegen Norwegen. Was traust du da den Österreichern zu? Also ich habe nur das Spiel gegen Finnland gesehen, aber ich glaube, dass wir eine sehr gute Offensive haben. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen besser den Bernhard Starkow unterstützen, aber ich glaube, dass wir gute Chancen gegen Norwegen haben. Und ja, also da ist auf jeden Fall ein Sieg drinnen. Wenn sie hart kämpfen und defensiv gut spielen, ist auf jeden Fall der dritte Platz in der Gruppe möglich. Sehen wir Ali Vukovic jetzt öfters mit dem Trikot der 96 der Capitals? Das kann ich nicht sagen, das entscheiden die Trainer, ich hoffe es, wäre natürlich schön. Und ja, ich werde weiter hart arbeiten, dass ich mir die Option erkämpfe und hoffentlich stehe ich dann bald wieder da. Danke dir, Ali. Danke. Ali, du hast sehr unbekümmert gespielt. Hast du keinen Druck gespürt? Warst du nicht nervös? Ich war nervös, aber sobald man am Eis steht, vergisst man die ganze Nervosität, da ist man so konzentriert, dass man komplett abschaltet und in einer ganz anderen Welt ist und da vergisst man alles rundherum. Bekommt man da die Zuschauer mit, wie sie einen anfeuern? Natürlich bekomme ich es mit, aber das ist eigentlich im Hintergedanken, also ich konzentriere mich komplett aufs Spiel, schalte ab und natürlich bekomme ich es mit, aber ja, es ist, man merkt schon, aber es ist halt, ich bin sehr konzentriert und wenn ich dann draußen bin auf der Bank, ist es schon ein sehr guter ein Push-Faktor. Der Trainer hat dich sehr gelobt für deine Leistung, für deine Entwicklung. Wie siehst du deinen Weg? Ja, ich denke auch, dass ich mich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt habe und einen großen Schritt gemacht habe. Ich muss natürlich noch an vielen Sachen arbeiten, körperlich und von der Kraft her, aber ja, natürlich ist man nie irgendwo perfekt und muss immer weiterarbeiten, aber ich glaube, ich bin auf einem guten Weg. Was sind deine nächsten Ziele? Ich nehme mal an, Stammplatz in der Kampfmannschaft, oder? Ja, das auch, aber ich habe schon Kontakt mit einem Nachwuchsclub in Schweden. Vielleicht ergibt sich da was fürs nächste Jahr und ja, wenn nicht, dann vielleicht in der Kampfmannschaft oder sonst im Ausland. Dann wünschen wir dir für deine nächsten Aufgaben alles, alles Gute. Danke, Ali. Danke.